Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warships. Und mir ist es vergönnt, euch auch mal jetzt Schiffe zu zeigen, die man sonst vielleicht nicht so erwartet. Und zwar, wir fangen einfach mal mit einem der dicksten Schiffe überhaupt im Spiel an, und zwar der Tier 10 Yamato, Entschuldigung, Yamato natürlich. Ein Schlachtschiff der Japaner. Und ja, das Ding ist natürlich einfach fett. Ich drück mal ins Gefecht. Und bin gespannt, wie es vom Matchmaking klappt, weil natürlich ist man mit einem Tier 10 Schiff dementsprechend hoch. Falls die Warteschlange zu lang dauert, würde ich jetzt einfach dann im Zweifel kurz abbrechen und dann im Spiel wieder starten. Aber das sehen wir natürlich gleich. Ich würde sagen, ich warte mal bis 30 Sekunden und ansonsten sehen wir uns dann im Spiel wieder. So, wie erwartet, es hat etwas gedauert, aber wir haben ein Gefecht. Und zwar sind wir hier auf Islands of Ice. Als natürlich Top-Tier, weil mit Tier 10, ihr seht schon, da gibt es nicht viele, die da natürlich mit sind. Unser Tier 2-Zug, auch eine Yamato und eine Fuso. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, weil das auch meine erste Runde mit dem Dickschiff, muss man ja schon sagen, ist. So, und wir schauen mal. Oh, da ist es. In seiner ganzen Pracht. 97.000 XP, HP. XP wäre natürlich ist wieder was anderes. Aber hier ist natürlich erstmal die Träge gegeben. 26 Kilometer Reichweite, Heidewitzka. Aber auch eine Shell Travel Time von, was waren es? Knapp 20 Sekunden. Also das muss man auch erstmal abfangen. Bin schon gespannt, ob da gleich was aufgeht. Lassen wir mal unseren Scout los. Wenn einer aufgeht, würde mir schon langen. Natürlich hier ein bisschen jetzt Richtung dem Punkt orientieren, weil Captain sollen sie es nicht. Leider noch nichts offen. Das wäre natürlich das Schönste. Dabei haben wir mal ein bisschen Zeit, uns noch hier das Schiff in aller seiner Pracht anzuschauen. Aber das ist natürlich definitiv ein Koloss und ein Monster. Und mit 46 Knoten auch gar nicht so langsam. Und da ist ein Gegner. Nagato. Und wenn das Ding schießt, dann muss man sagen, dann hört sich das beeindruckendst an. Gegner ist schon wieder zu. Und unsere Schüsse fliegen hier ins Wasser. Aber man sieht, wo er aufgegangen ist. Es war gar nicht so weit daneben. Von dem her probieren wir das hier einfach mit der anderen nochmal. Beziehungsweise schade. Ist schon wieder zu. Jetzt habe ich, glaube ich, hier in den Berg geschossen. Sehen wir doch mal. Ne, sie fliegen drüber. Auch die könnten kommen. Bisschen zu weit vorne, aber für die Distanz gar nicht verkehrt. Hier sind schon viele Torpedos im Wasser. Auf die Nagato, da könnte man jetzt natürlich ein bisschen besser mal drauf kommen. Man muss natürlich auch das mit dem Vorhalten einfach so ein bisschen immer ins Gefühl bekommen und gucken,
Wie verhält sich's? Wie spielt sich's? Wie treffen wir denn? Und hier haben wir doch getroffen. Zwei Hits sogar. Oh, da wieder Torpedos im Wasser. Das ist immer dementsprechend auch natürlich unter Feuer, weil man ist halt einfach nicht der Schnellste. Ist auf jeden Fall beeindruckend, wenn man schießt, dieser Sound. Und könnten kommen. Ein Hit, 3000 Schaden, leider nicht der End-Hit. Hätte ich schon fast gesehen, als ob er trefft und dementsprechend den auch wegmacht. Schade. Die Nagato hier, wenn ich jetzt nachgeladen habe, was in 4 Sekunden der Fall ist, könnte ich dementsprechend vielleicht ein bisschen ärgern. Mal schauen. Die könnten nicht schlecht kommen. Ah, schade. Leider ein bisschen drüber. So, und jetzt drehen wir bei. Weil jetzt ist hier drüben gleich ein bisschen mehr los. Und die tun mir ja schon fast leid, die Gegner. Wenn ich in 6 Sekunden nachgeladen habe. Dann wird es ja gleich ein wahres Feuerwerk geben. Die Pensacola. ...12.000 Schaden. Boah, das hat ihm mal auf jeden Fall wehgetan. Tut mir fast leid, aber auch nur fast. So, jetzt werden hier die ersten Torpedos abgeworfen von der Miyoko. Steht auch noch. Also besser wird es jetzt für mich gar nicht klappen. Fahrt jetzt rückwärts, ist nämlich hier, hat sich hier schlecht manövriert. Noch 4 Sekunden. Und wir schauen uns doch das mal an, beziehungsweise bleiben wir in der totalen. 7000 Schaden. Und jetzt muss ich hier nur auf die Flugzeuge aufpassen. Weil die sind natürlich so unangenehm, dass die hier klar auf die Schlachtschiffe gehen. Was natürlich clever ist. Aber in dem Augenblick scheinen sie für mich gar kein, auf mich gar keine Lust zu haben. Dann nehme ich mir dem mal lieber die Cleveland vor. Ah, da ist es schon weg. Schade aber auch. Wir aimen um. Ah, leider ganz, ganz knapp. Oh, aber hier kommt doch noch eine Nagato. Das ist doch meine Gewichtsklasse. Natürlich beim Schlachtschiff, ihr seht's, bis die Rohre drehen, dauert das alles. Da ist er einfach behäbig, das ist natürlich ganz klar und normal. Dafür wird es jetzt umso schöner, wenn sie denn so auftaucht, dass ich auch drauf wirken kann. Und zwar jetzt. Wir bleiben hier in dieser Ansicht. Ah, ein bisschen zu weit gezielt. Und nicht genug vorgehalten. Schade. Nachteil in so einem Riesenschiff, es ist natürlich riesig. Dementsprechend kann man das auch leicht treffen. Fahrt jetzt hier in die Bucht. Da befasse ich mich jetzt gar nicht mehr großartig damit. Wir brauchen einfach mal einen Trickshot. Wir probieren es mal aus. Beziehungsweise aber egal wie. Das dürfte nichts werden. Ich will lieber die Nagato jetzt. Oh, da sind 2 Stück. Zwei Nagatos sind natürlich unangenehm. Ist die Frage, ist man jetzt wahnsinnig so wie ich?
und legt sich mit beiden an. Aber Tier 7 ist natürlich für ein Tier 10 auf jeden Fall machbar. Deswegen fahren wir den auf jeden Fall mal hinterher und schauen mal, was wir so reißen können. Flugzeugträger von denen lebt definitiv noch. Und jetzt bin ich auch hier langsam so alleine, dass ich da bestimmt bald Besuch bekomme. Gespenstische Ruhe. Vor dem Sturm, würde ich schon fast sagen. Unsere Flaks schießen aus allen Rohren. Die Nagato. Ach, erste Flugzeug schon weg. So, und jetzt wird sie hoffentlich gleich wieder aufgehen. Und da ist er auch schon. Und wir schauen uns das Spektakel an. 20.000 Schaden. Der hat natürlich dementsprechend getroffen. Jetzt wiederum aber Torpedos. Die ersetzen auch gut. Vielleicht mit der Reichweite unterschätzt. Nee, treffen leider. Da haben doch einige getroffen. Mein Schiff flutet. Aber schnell repariert und auch ein bisschen Heilung wieder. So, jetzt kommt doch hoffentlich die gleich nochmal rum. Dann gebe ich ihr ein Begrüßungsgeschenk. Und da ist er auch schon. Und da ist er weg. Oh, hinter mir. Auf die hätte ich jetzt fast gar nicht geachtet. Die schießt natürlich jetzt auf mich. Ah, ist leider schon ein Sieg. Auf die hätte ich gerne auch nochmal einzwirbeln wollen. Aber wir haben 60.000 Schaden gemacht. Wir haben das Schiff ein bisschen in seiner Aktion gesehen. Und wir sind von den XP auch im soliden Mittelfeld gelandet. Ein Kill. 3 Abschüsse an Flugzeugen, ansonsten 2-mal die Zitadelle und in Summe 17 Hits. Ich denke, es war auf jeden Fall sehenswert und mal gut zu sehen, wie so ein Tier 10 Schiff in dem Spiel ist. Bis bald, ich freue mich auf euch, euer Alcaramba.